Hey Leute, der Gwaiwa hier. Willkommen zur nächsten Runde von Surviving Mars. Ups, wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Mit ein bisschen erhöhter Geschwindigkeit. Wir sind jetzt dabei, unseren Tiefenscan halt durchzuführen. Und vielleicht kriegen wir da nochmal ein paar neue Anomalien und alles raus. Und vielleicht auch ein paar neue Vorkommen. Wie zum Beispiel hier dieses versteckte, tiefliegende Wasservorkommen, was 84.000 Liter Wasser hat quasi. Und wenn wir jetzt die Dinger hier mal angucken mit ihren 7000 oder 8000, dann ist das schon richtig krass. Neue Technologien. Feuchtigkeitsgewinnung. Neues Gebäude. Feuchtigkeitsvaporator. Erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Funktioniert nicht während des Blöb. Okay. Das sind aber, glaube ich, verbesserte, oder? Das ist der ganz normale. Das wäre ein bisschen dämlich. Ansonsten forschen wir auf jeden Fall erstmal da weiter. Lassen wir ihn. Wir haben hier hinten noch einen Schlüssel. Hilft uns auch, neue Technologien zu finden. So, ansonsten, wie sieht's hier aus? Wir machen überall Plus, außer bei Maschinenteile, schon wieder nicht. Müssen wir mal gucken, wenn die Sachen hier. Ausbildung automatisch, genau. Gesamte Absolventen, 10 Stück haben schon absolviert ihre Ausbildung quasi. Wir haben immer noch 34 Leute ohne Ausbildung. Und wir suchen aber sogar mehr Leute. Also wir suchen extrem viele Ingenieure und Mediziner. Warum auch immer so viel Mediziner. Die Rakete, die geht zurück. Biotech. Das war auf jeden Fall auch nochmal ein guter Punkt. Wir sind hier bei 76% Komfort. Hier sind wir nur bei 58 und hier bei 68. Also über 70 wäre schon cool. Dann ist es grün. Kinderchen haben wir hier nicht so viele. Kindertagesstätte ist auch noch leer, relativ. Das geht also. Komisch, hier sind Ingenieure drin, ja. Und Geologen. Also, wie die das aufteilen, habe ich immer noch nicht so ganz rausbekommen. Ich hatte immer gehofft, die machen das so ein bisschen automatisch, dass es passt quasi. Er, na, ein bisschen kann er noch nehmen. So, das Ding haben wir ja hier auch fertig. Cable fault reported. Vehicle battery low. Sector scanned. Lassen wir den mal hier abladen und du musst scheinbar zurück. Das wird ein bisschen knapp. Aber es sollte er noch schaffen. Zur Not können wir halt einen anderen Rover hinschicken und ihn das auffüllen. Oh, das geht zu schnell. Weil hier bestimmt auch ein Tower ist irgendwo. Klick, klick. Nice, so unbedingt zurück aufladen. Und, oh, wir haben 4 Stück haben wir neu bekommen. Interplaneter Omega-Teleskop. Beschleunigt die gesamte Forschung. Ui, ist das ein Wunder? Ja, ist ein Wunder. Oh, guckt euch mal, wie teuer das ist. Oh, scheiße. Was haben wir hier? Mikrofusion. Künstliche Sonne. Produziert gewaltige Mengen Strom, sie erzeugt in dunklen Stunden Licht für nahegelegene und beheizt die Umgebung, verbraucht aber im Betrieb mal große Wassermengen. Uch. Ist das auch ein Wunder? Ja. Weltraumlift, das ist natürlich geil. Exportiert Edelmetalle zur Erde und ermöglicht den Kauf von Versorgungsmaterialien und Fertigbauten zu günstigeren Preisen. Das ist natürlich Geoscape-Kuppel. Diese Kuppel verfügt über hohen Komfort und regeneriert täglich die Besonnenheit ihrer Bewohner. Holy shit, ey. Aber wir machen erstmal die Sachen hier fertig. Und wie gesagt, die Wunder, die brauchen extrem viel zum Bauen quasi. Nice. Sehr schön. Den hier oben, den haben wir aber wieder zurückgeschickt, ne? Ja. Der ist hier. Ja, alles klar. So, der lädt auf. Noch eine Anomalie.
Zur Not können wir den ja auch mal wieder hier runterschicken. Dann können wir nämlich gleichzeitig scannen. Sektor scanned. So, hier einsammeln. So, das reicht. Und dann nehmen wir hier auch noch. Die Schlüssel bedeutet, glaube ich, Sektor scanned. neue Technologien, ja. Oh mein Gott. Das ist ein Tiefendepot. 2000. Funding received. Oh, sehr schön. Ein bisschen Kohle. Oh, was war das? Ui. Da war ein Einschlag. Haben wir nicht hier noch einen Rover gehabt? Wo ist denn Sector der? scan. Ach so, der wollte Recovery die hier planned. einsammeln. Genau. Das ist gut hier. Das könnte ein Breakthrough, genau, also ein Durchbruch. Die ist ganz interessant. Today claimed our last living founder, Oh. spelling the end of an era for us Das all. ist natürlich schade. Also der letzte der 12 Gründer, die hier quasi zuerst auf den Mars gelandet sind, ist gestorben. Ulrich Köhler. Die Gründer sind gestorben. Todesursache, hohes Alter. Ruhe in Frieden, mein Freund. Alles klar. Sector scanned. So, wir Anomaly sehr found. schön. Immer mehr. Oh, wieder ein Cable fault Durchbruch. reported. So, hier ist immer noch alles im Plus. Das ist okay. Hier steigern wir uns jetzt richtig gut rein. Perfekt. Es sind immer noch 35 ohne Spezialisierung. Sector scanned. Es geht, wie gesagt, riesenschnell hier, obwohl hier unten. So. Kann man ein bisschen schneller machen. Können wir eigentlich einen Drohnen-Hub bauen? Ich glaube, ja. Brauchen natürlich auch wieder elektronische Geräte. Aber wir müssen es machen. Ist aber die Frage, also hier müssen wir auf jeden Fall einen Dom hinmachen. Oder wir machen den sogar hier in die Mitte. Das heißt, wir wollen mit den Kabeln auf jeden Fall so ein Stück hier runter. Und dann nehmen wir uns den Rover hier. Sammeln wir alle ein hier. Sector scanned. Anomaly analyzed. There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. Verhaltensbezogene A veritable Verschmelzung. treasure trove. Eigentlich haben wir jetzt hier, wir haben fast alles voll hier. Weiter geht's nicht hier hinten. Das heißt also, die Forschungen sind jetzt wirklich langsam. Sector So. scanned. Wir stellen uns mal hier hin. Anomaly analyzed. Stellen uns auch mal hier hin. There's more to the barren environs of the red planet. Marsianische Belastbarkeit. Gebürtige Marsianer verlieren nicht ihre Besonnenheit, wenn sie im Gebäude außerhalb der Kuppel arbeiten. Ersetzt entfernte Schwächen durch zufällige Stärken. Cool. Verlieren durch Katastrophen nicht die Besonnenheit. Okay. Also es fehlt nur noch eine. Dann sind wir quasi voll. Ich weiß immer noch nicht, ob man hier sehen kann. Haben wir einen Homeless? Obdachlosen? Aber hier ist doch noch was frei. Sector scanned. Anomaly found. Also eigentlich müssten die umgesiedelt werden. Ja, ich glaube, er läuft schon hier rüber. Perfekt. Arbeitslose Kolonisten.
Cable fault reported. Lass mal kurz gucken hier. Farm erhöhen Komfort, mehr Nutzpflanzen. Das ist fast fertig. Sector scanned. So, ihr seid. Warum ladet ihr hier nicht? So. Sector scanned. Ach so, die sammeln das ein, okay. So, dann gehst du nach da unten. Und du nimmst das Ding hier. Noch mehr Durchbruch. Verdammt, ey. So, dann gucken wir mal. Hier läuft alles noch gut. Beton haben wir super viel. Nahrung ist auch wieder nach oben geschnellt. Haben wir jetzt hier Soja. Hier sind riesige Kartoffeln, aber auch wieder 100. Das sollte eigentlich reichen. Ich sehe gerade, wir können hier noch eine Spiraldings bauen. Ups. Die Frage ist, was wollen wir hinmachen? Wollen wir eine Klinik? Verbraucht weniger Wasser. Eigentlich wäre dieses Arkologie gar nicht so schlecht. Müssen wir mal warten, bis wir die Forschung fertig haben. Research complete. Sehr schön. Farm erhöhen den Komfort, das ist richtig gut. Das geht ja schnell. Hängende Gärten. Automatisierte Farm. Wasserverbrauch wird jetzt natürlich auch cool. Andererseits würde ich dann erstmal hier diesen Gesteinsabfallkram machen. Mehr Passagiere brauchen wir nicht. Oder wir machen Shuttle-Tempo höher. Stößt Impulse aus den Staubentwicklungen bei nahen Gebäuden verringert. Oh. Interessant. Tiefen Wasservorkommen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ah, es gibt so viel, ey. Wissenschaftsinstitut. Das hauen wir mal rein. Wir haben wieder gut viel Geldmittel. Das bedeutet, wir könnten auch mal wieder eine Auslagerung machen. Kriegen wir ein bisschen mehr Forschung. Sektor scanned. So. Es kann nicht sein, dass hier kein Arbeitsplatz ist. Können wir hier nicht noch irgendwas bauen? Kunstwerkstatt. Wir verbrauchen Polymere. Das können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Cable fault reported. Sector scanned. Durchbruch. Oh, hier unten. Vektorpumpe. Wassererzeugung um. Oh, es geht sogar recht schnell. Produkt von Forschung erhöht. Alles klar. Tschüss. Rein. Unterirdische Heizung machen wir auch erstmal raus. Das Ding rein. Perfekt. Aber haben wir jetzt eigentlich schon unsere. Unser Wissenschaftsinstitut haben wir immer noch nicht. Ah, verdammt. Da muss auf jeden Fall die nächste Forschung hingehen. Wir haben jetzt da oben noch eine Anomalie. Du bist nicht ganz so weit weg davon. Und hier haben wir ein Tiefmetallvorkommen. Das ist doch gut. Du gehst auch zurück.
Cable fault reported. Nein, kein Cable fault. So, wie sieht's denn aus? Drohnenlast ist gering. Sehr schön. Noch ein Tiefenvorkommen entdeckt. Sector scanned. Es geht echt ratzfatz hier, ey. So. Dann würde ich mal vorschlagen. Theoretisch. Wartung geht eigentlich. Mache ich eine mittlere Kuppel? Vehicle battery low. Anomaly found. So. Kryoschlaf. Bietet Platz für 20 zusätzliche Kolonisten. Das ist jetzt ein Breakthrough, der jetzt nicht gerade so wichtig erscheint, würde ich mal meinen. So. Sector scanned. Sector scanned. So, ab zurück. Da oben ist wieder eine Anomalie. Jetzt geht's ja hier ratzfatz, ey. Zack. So ein Shuttle-Hub wäre eigentlich auch mal wieder cool, wenn wir doch mal noch eins bauen könnten. Kostet natürlich auch elektronische Geräte. Sector scanned. Sector scanned. Machen wir so. So, Gebäude ist erschöpft. Sector scanned. Pipe leak reported. Das kann auch weg. Sector scanned. So, wir haben auf jeden Fall hier noch einen. Er hat noch 200, das ist okay. Sector scanned. Sector scanned. Wie schnell das geht, ey, unglaublich. Hier unten ist es ein bisschen schade, dass man hier mal nicht sehen kann. Hier jetzt noch irgendwas ist. Sector scanned. So, hier ist auch alles gut. Das Ding hat noch 400, das ist okay. Der hat noch auch noch 400. There's more to the barren environs of the Traumrealität. Das müsste jetzt hier der letzte sein, genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, auf jeden Fall haben wir gleich diese Vaporatoren-Dings. Ja, Wasserüberschuss sieht auf jeden Fall noch gut aus. Wir müssen aber auf jeden Fall noch einmal hier hinten das typische bauen, was wir sonst immer machen. Ein Wasserturm, ein Sauerstofftank. Sector scanned. Eine Batterie, dass der hier auch immer wirklich was hat. So, die Pumpe ist fertig, sehr schön. Sector scanned. Na.
du kannst wieder zurück. Der ist schon dabei, sehr schön. Wieder ein Durchbruch. Na, na, na. Sector scanned. Sector scanned. Wie schnell es geht, unglaublich. So, warum müssen wir uns mal langsam auch ein bisschen Gedanken wegen noch mehr Beton machen? Obwohl wir hier oben noch ein bisschen was haben. Kontinuierliche Auslastung. Verdoppelt den Leistungsbonus, wenn Kolonisten unter hoher Arbeitsbelastung stehen. Hm. Ja, würde ich einfach mal danach erstmal machen. Wir sind jetzt in der 82. Wir haben fast 100 Kolonisten. Oh doch, hier oben jetzt. Okay, dann kommen wir hier wieder durch. Wieder ein Durchbruch. Cable fault reported. So, wie sieht's hier aus? Wir sind immer noch im Plus mit allem, sehr schön. Sector scanned. Anomaly found. Sehr gut. Wo haben wir den anderen Erkunder? Du kannst mal wieder zurück. Wo ist denn unser Transporter? So, Forschung ist mir immer noch eindeutig zu wenig. Sector scanned. Anomaly found. Ja, sehr gut. So, wie sieht's hier aus? Die ganzen Polymere fehlen. Und hier genauso. Das dauert noch ein bisschen. Extraktoren-KI. Die ist, glaube ich, richtig gut. Metallextraktoren und Edelmetall können auch ohne Besatzung 50% ihrer Arbeit erledigen. Theoretisch bräuchten wir mit dem Ding keine Kuppeln mehr hier in der Nähe bauen, sondern könnten hier einfach die Dinger hinbauen. Und die würden zu 50% von alleine arbeiten. Ist gar nicht so schlecht. Aber wir müssen erstmal den Durchbruch hier machen. Eieiei. Der Kunde unbedingt hier durch. Cable fault reported. Sector scanned. Ja, eigentlich können wir keine neuen Technologien mehr machen. Ich bin mal gespannt, was der dann daraus macht. Das wäre ja ein bisschen schade, wenn doch. Oh, wir haben eine Heilige. Die Heilige, die erhöht die Moral aller religiösen Menschen innerhalb der Kuppel. Und die stacken sogar übereinander. Holy shit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir müssen Pipe Leak reported. Oh, hier geht echt alles kaputt gerade. Hier haben wir irgendeine Analyse. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt hier ein paar Punkte. Sector scanned. Weil noch mehr Forschung kann ich ja nicht freischalten. Das wäre echt schade, wenn das nicht klappt. Oh, wir verlieren gerade alles hier. Wieder ein Tiefenvorkommen, sehr schön. Ich würde ja gerne mal ein paar Drohnen machen, aber die kosten auch wieder. Jetzt muss ich mal kurz gucken.
Wir haben nur noch 29 Leute ohne Spezialisierung. Das wird von Mal zu Mal weniger. Ja, perfekt. Wir haben... Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Und wir müssten jetzt eigentlich mehr Forschung kriegen, oder? Aber vielleicht erst, wenn wir die verbessern. Da muss ich mal kurz gucken. Ja. Ah, natürlich brauchen wir elektrische Teile. Aber gut. Hier haben wir eins und hier haben wir eins. So, Biotech. Ich würde mal das ruhig noch fertig machen. Ich weiß nicht, was unter hohe Arbeitsbelastung hereinfällt in die Kategorie. Aber auf jeden Fall machen wir erstmal hier noch dann die Verjüngungskur. Ne, die Kapazität noch erhöhen, das geht auch schnell. So, wo sind denn jetzt hier wieder unsere Erkunder? Der ist da unten. Sektor scanned. So, die Kuppel ist fertig und deswegen verbrauchen wir auch wieder viel zu viel Zeugs. Theoretisch müssten wir leider noch eins bauen. Das heißt, der Rover kann ja hier zurück. It's not every day that we have the luxury to choose from what Mars has to offer. Ich nehme mal ein Edelmetall. Pipe leak reported. Vielleicht liegt es auch daran. Sector scanned. Los, lass die Drohnen mal laufen hier. Sektor scanned. Ist auch fast durch hier. Sektor scanned. Vehicle battery low. Da kannst du hin. Der macht das. Oh, hier Batterie ist fast alle. Sektor scanned. Anomaly analyzed. Yay, die haben ein paar Punkte bekommen, sehr schön. Eieiei, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir unsere Sachen hier im Griff kriegen. Das bedeutet, wir müssen nochmal einen Moxie bauen. Sector scanned. Ich denke mal, es wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen hier alles ein bisschen erweitern. Sehr schön. So, Strom ist auch ein bisschen knapp. Da müssen wir auf jeden Fall hier nochmal was machen. So. Sieht gut aus, obwohl es ein bisschen weniger wird. Sektor scanned. Noch mehr Wasser. Vehicle battery low. Können wir die hier noch forschen schicken? So, perfekt. Sector scanned.
So, es läuft doch, es läuft, würde ich sagen. So, wir haben auch wieder ganz schön viele Geldmittel. Gott, 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 Gott. Ewige Fusion. Benötigen keine Arbeiter mehr und erbringen 150 Leistung. Alter. Ich denke mal, da brauchen wir aber erstmal die Fusionsforschung. Hier zum Beispiel. Sind jetzt hier überall noch mit bei Fabriken, haben mehr Leistung. Ist natürlich auch nicht schlecht. Dann machen wir erstmal weiter. Ich denke mal, wir werden noch eine Rakete herschicken müssen, weil es ist doch ganz schön low hier alles. Spezialisierung nehmen schon wieder zu. So, perfekt. Der scannt. Der ist fertig, kann zurück. Dann haben wir hier oben noch was. So, also es läuft auf jeden Fall schon mal weiter. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir mal ein bisschen mehr Kohle rüberkriegen zur Erde. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, indem wir hier mehr Edelmetalle abbauen. Haben wir sogar ein richtig tief liegendes. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein. Und ich werde in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal eine Rakete Nachschub schicken lassen. Und die werde ich auch hier hinschicken. So. Und dann gucken wir auf jeden Fall erstmal, dass wir das Ding hier so ein bisschen gefüllt kriegen mit den Edelmetallvorkommen abbauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gendings-Anpassungen. Irgendwas hier ist fertig. Müssen wir mal gucken. Verjüngung, genau. Arkäologie. Rohre werden sofort und kostenlos gebaut. Außerdem können sie keine Lecks bekommen. Alles klar. Das wird auf jeden Fall eingecued, ne? Das spart uns extrem viel Ressourcen. Holy shit. Die wurden alle geforscht. Das machen wir hier weiter. Zack. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wir machen hier erstmal einen Cut rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit einschaltet. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, Tipps und Tricks, dann immer ruhig in die Kommentare rein. Und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Video von euch. Bis dann. Tschüss.